Boy, oh boy. Das neue iPhone 6 Plus ist groß, wirklich groß. Es ist Apples spätes Eingeständnis, dass einige ihrer Kunden die Funktionalität eines Telefons mit der eines Tablet-Computers verbinden möchten. Mit 5,5 Zoll, fast 14 cm Bildschirmdiagonale, erfüllt Apple diesen Wunsch nun spielend. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein iPhone Classic, das unter eine Dampfwalze geraten ist. Es ist mit 7,1 mm einen halben Millimeter dünner als mein altes iPhone 5, wirkt aber durch die abgerundeten Kanten in der Hand wesentlich dünner. Das iPhone 6 Plus mit einer Hand zu bedienen fällt nicht leicht. Abhilfe schafft das zweimalige Tippen auf den Touch-ID-Sensor, der die Bildschirmanzeige dann auf Daumenreichweite schrumpft. Apple nennt diese Funktion Reachability. Die Größe des Gerätes erklärt auch, warum der Ein-Ausschalter von oben nun an den rechten Rand wechseln musste. Der Bildschirm selbst hat eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Die Pixeldichte liegt bei 401 ppi. Auf gut Deutsch, das Bild ist atemberaubend scharf. Kontraste und Farben sind fantastisch und die Bild- und Videowiedergabe ein Traum. Die Kamera folgt mit 8 Megapixeln Apples Philosophie, ein gutes Bild über Algorithmen zu erzeugen, nicht mit schierer Pixelgewalt. War die Kamera im iPhone 5 bereits ein Quantensprung, so ist das mit optischer Bildstabilisierung versehene Kameramodul im iPhone 6 Plus für mich persönlich der endgültige Todesstoß für die Point-and-Shoot-Kamera. Videos haben eine verbesserte Zeitlupe, die Aufnahme von Zeitrafferaufnahmen ist nun auch möglich. Neu ist auch die Möglichkeit, im Querformat mehrspaltig zu arbeiten. Einige Apps, wie zum Beispiel Mail, sind dafür bereits optimiert. Für mich persönlich ist die Möglichkeit, das iPhone 6 Plus als mobile Schreibmaschine zu nutzen, das wirkliche Plus dieses ausgezeichneten Mobiltelefons. Die Preise für das Gerät sind Apple üblich. Das kleinste Modell hat allerdings nur 16 GB Speicher spendiert bekommen, was eine Frechheit ist. Zumal für 100 Euro mehr bereits 64 GB zur Verfügung gestellt werden. Apple weist mir, dem preisbewussten Konsumenten, den Platz im iPhone-Proletariat zu. Danke, Apple. Ach ja, mit dem iPhone 6 Plus kann man auch telefonieren. Auch wenn es dabei ein wenig klobig am Ohr wirkt.